Der Live-Kommentator für Sport, auf den die Welt gewartet hat, das bin ich. Mein Name ist Roman Horschig aus München und im Folgenden seht ihr mein Showreel mit einigen Highlights aus meiner bisherigen Karriere als Live-Kommentator für Sport, aber auch als Moderator. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann schickt es doch weiter an jemanden, dem es auch richtig gut gefallen könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. HiRock 2019 aus Hamburg. Ich bin hier mit Moritz Fürste, einem der Mitgründer von HiRock. Und wir gehen jetzt gleich live in die Rennen. Aber vorher, das geht ja schon fast den ganzen Tag. Moritz, was ist bisher so passiert? Wie ist auch dein Gefühl? Hier ist ja eine Rekordveranstaltung heute. Absolute Rekordveranstaltung. Wir sind wirklich mehr als happy mit dem ganzen Tag. Verdient, würde ich nicht sagen. Komplettes Spiel auf Augenhöhe. Jetzt schöner Ball gewinnt von Rode. Und jetzt ist er durch. Jetzt ist da die Riesenchance für Luka Jovic. Und da ist der Ausgleich für die Frankfurter Eintracht. Das 1:1 in der 40. Spielminute. Luka Jovic trifft gegen seinen ehemaligen Verein. Und das war die Aktion. Das hat sich angekündigt. Matthäus Gamrot, Gamer. 16 MMA-Kämpfe. 16 Siege, 4 Titelverteidigung allein hier im Leichtgewicht bei KSW. Ist hier der klare Favorit gewesen. Bisher ist der Kampf ganz klar auf Augenhöhe. Raul, du hast ihn hier bei Tchaikovsky. Für mich ist es ganz, ganz knapp. Ganz, ganz schwer zu sagen, wer hier vorne ist. Wir sehen hier eine schöne Overhand Right, wie man so schön im Englischen sagt. Rechte über die Führhand geschlagen. Die oft kam von Gamrot, dafür viel, viel bessere Jabs, gute Konter und auch immer wieder Kicks zum Körper von Tchaikovsky. Wir haben jetzt noch eine Runde. Und die kann den Kampf natürlich noch entscheiden. Die letzte Runde des Abends bei KSW 54. Er ist hier der klare Favorit, Slavas Boma. Auch aus der Schule von Alex Seel, dem Veranstalter, den als Amateurboxer ja, geformt hat, geschliffen hat. Und jetzt geht er seinen Weg bei den Profis. Der ist lang nach oben, aber 7:0 ist zumindest schon mal an Anfang und er dominierte den Kampf komplett und haut hier direkt einen auf die Leber und das ist ein heftiger Treffer gewesen. Das wäre ein Traum, also und den Dreier nimmt uns auf jeden Fall keiner mehr weg und Francesco hat in den letzten Wochen gezeigt, wie stark er ist, vor allem defensiv und das ist ja die Stärke von Stranger, er ist der zweitbeste Offensivspieler der Liga, 31 Buden hat er gemacht, da wird immer das Doppel und das Einzel zusammengezählt, aber auch im Doppel ist ja klar, wer das Tor geschossen hat und er trägt eben den ersten FC Köln, hat insgesamt von 10 Spielen 6 gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, das ist eine bockstarke Bilanz für einen Spieler und nur wegen ihm ist Köln noch eben dran an der Spitze und jetzt wird es heiß für Bayazzo. Stellt da gut zu. Stranger jetzt zentral mit der Passgelegenheit, aber da ist er gut dazwischen, Francesco mit Kunde und dann Prosinski, der war vorhin hier, jetzt schlägt er einen langen Ball auf Seidel, kommt das Ding an, ja das kommt an, Seidel im 16, in der Mitte nur Mateta, dribbelt sich da zur Grundlinie, luft das Ding rein und da ist die Führung, 1:0 für Mainz 05 per Kopf. Derzeit rangiert der Club auf dem 12. Platz in der zweiten Liga, in der so ziemlich alles möglich zu sein scheint in dieser Saison. Insgesamt 9 deutsche Meisterschaften hat das Team gefeiert. Immer noch der zweite Platz überhaupt. Jetzt kommen sie da über die rechte Seite. Flanke in die Mitte und da ist das 4:0 für den ersten FC Nürnberg, für die Legendentruppe, für das All-Star-Team. Steffen Mehl mit der Nummer 13 köpft das Ding mal ganz entspannt da rein. Seien wir ehrlich, den konnte er auch nicht machen. 4:0, Steffen Mehl. Da sind wir wieder, Toe-to-Toe mit einer neuen Folge. Und heute sitzt gar nicht der Tim neben mir. Es sei denn, der Tim hat sich krass verändert, ich glaube aber nicht. Sondern wir haben heute einen Ehrengast für ein Toe-to-Toe-Spezial, David Pfeiffer. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, so sind wir. Und der Tim hat dich auch wärmstens empfohlen. Denn heute geht es um ein sehr nostalgisches Thema. Muhammad Ali oder Joe Louis. Wer war denn wirklich der Größte im Schwergewicht aller Zeiten? Willst du das so direkt wissen? Nee, wir sparen es uns aber auch, würde ich sagen, für später. Wir lassen die Bombe noch nicht platzen, aber darum geht's heute. Das Heimpublikum ist da, feuert Reisenhauer nochmal an. Aber der ist zu viel in den Seilen in dieser Runde, steckt auch viel ein. Von Kübasi muss da jetzt weg von den Seilen. Schöner Treffer jetzt aber mit der Linke, 2-3 Mal. Jetzt treffen sie beide, die Halle bebt. Der Mundschutz fliegt. Kurze Pause
zum ungünstigsten Zeitpunkt für die Spannung. Was ist denn hier los? Was für ein Niveau im Schwergewicht. Reisenhauer gegen Kubasi. Schalke gab nochmal Gas kurz vor der Halbzeitpause. Matondo legt auf und das ist Rahman. Was macht er denn da? Aus kürzester Distanz verfehlt er hier das Tor. Das hätte das 2-0 sein müssen. Aber so ging es mit 1-0 in die Kabine. Miami hat sich schon gewonnen. Das wird ein ganz, ganz spannendes Duell mit der Weltrekorderin Sarah Colti, wenn es dann spätestens bei der WM in Berlin soweit ist. Im April, haltet euch das schon mal frei. Das Wochenende. Wir hören es. 91 hat sie. Muss nochmal kurz absetzen. Die letzten 10 für Imke. Weltmeisterin gewinnt auch in Hamburg. In welcher Zeit ist noch die offene Frage? Und die Halle ist da und Imke wird das jetzt hier finishen und wird jetzt ins Ziel rennen. Und da sehen wir sie, wie sie ins Ziel reinrennt. Imke Salander gewinnt in Hamburg das Hyrox. Wie wird das heute Abend ablaufen? Kriegt ihr da einen Anruf oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, wir haben alle noch zusammen mit dem DBV eine Besprechung und mit den Trainern und dann sagen die ungefähr die Abläufe, wie alles geplant ist. Ja. Okay. Das heißt, der Bauch kribbelt jetzt noch bis heute Abend? Ein bisschen. Sehr gut. Irina Schönberger, danke fürs Interview, viel Erfolg. Ich wünsche dir, dass du dabei bist in London. Alles Gute. Ja.